Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge wird es mal wieder ungeschnittenes Gameplay geben, so wie ihr es auch von Let's Play Ultimate Team kennt. Ich hatte das letzte Mal angekündigt. Wir sind jetzt hier quasi gerade im Saisonfinale, haben jetzt hier noch vier Spiele verbleibend. Aber eigentlich ist die Situation so, dass wir direkt jetzt hier um den Titel spielen können und die Saison vorzeitig beenden, indem wir jetzt hier 3 Punkte mitnehmen. Dann haben wir den Titel in Liga 6 und sind dann auch in Liga 5 aufgestiegen. Und wie ihr vielleicht jetzt schon gerade gesehen habt, wenn ihr auch mal ein bisschen auf die Facecam ab und zu achtet, dass das jetzt hier gerade ein anderes Setting ist, werde ich gleich mal drauf eingehen. Vorerst wähle ich jetzt erstmal hier das Team aus und suche den Gegner. Von der Fitness her passt das. Können wir uns den Gegner suchen. Mit dem Team habe ich jetzt echt schon ein paar Spiele gemacht. Wenn man uns hier zurückschaut, ich habe ja einige Spiele zusammengefasst. 8 Spiele inzwischen schon alleine mit diesem Team. 14 Tore von Morata, darauf wollte ich jetzt mal hier eingehen, weil... Und auch noch 8 Torvorlagen. Der ruft bis jetzt wirklich sehr, sehr gut ab. Felipe Anderson eher unauffällig. Bellarabi mit 8 Toren. Krass, und keine einzige Torvorlage. Interessant, das war mir so nicht bewusst. Aus dem Mittelfeld. Sehr viele Torvorlagen von Gündogan, das ist eigentlich auch ganz gut. Mehr Torbeteiligung und auch am meisten Torbeteiligung hier in dem Mittelfeld. Gut, suchen wir uns jetzt mal den Gegner. Und je nachdem, wie lange das dauert, rede ich jetzt einfach ganz kurz über das Setting. Ihr seht das, das sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, ob es euch wirklich direkt auffällt. Vorher habe ich immer in diese Richtung geschaut. Da stand dann quasi mein Fernseher, logischerweise. Jetzt schaue ich in diese Richtung. Und die Kamera hat sich jetzt so ein bisschen von da nach da gedreht, weil hier rechts neben mir mein Rechner ist. Und das hat einen Grund, warum ich das jetzt hier quasi so anders aufgebaut habe. Denn so kann ich zeitgleich besser auch auf meinen Monitor schauen. Und das ermöglicht es mir, ich schaue mal ganz kurz, ob die individuelle Taktik eingestellt ist. Das ist richtig. Das ermöglicht es mir, besser zu livestreamen, weil Livestreaming ist etwas, was wir in naher Zukunft demnächst, wahrscheinlich nächste Woche oder vielleicht auch jetzt, wenn ihr das Video seht, in dieser Woche testen möchten. Und auch dann im Januar vor allem auch nochmal aktiv aufgreifen. Also das ist unser Plan. Wenn sich noch irgendwas ändert, dann gegebenenfalls irgendwie ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber ansonsten, das ist unser Plan, Livestreaming aufzugreifen. Deswegen habe ich hier mal mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt, nicht... Aufgeräumt auch ein bisschen, aber umgeräumt habe ich es, umgestellt, damit ich quasi jetzt viel besser auf dem Fernseher spielen kann und zeitgleich auch auf den Monitor schauen kann, um zum Beispiel den Chat zu verfolgen, um dort vielleicht auch irgendwelche Sachen einzustellen, weil vorher war das ziemlich schwer, da war der Computer quasi hinter mir im Rücken und das hat es natürlich sehr, sehr schwer gemacht und Livestreaming ist... Ich mache jetzt hier quasi so eine Semi-Ankündigung, aber wenn es einen Livestream geben wird, werden wir das Ganze auch nochmal auf Facebook und wahrscheinlich auch mit einem kleinen Ankündigungsvideo auf unserem Kanal natürlich entsprechend dann ankündigen, was man so in einem Ankündigungsvideo macht. Livestreaming ist aber auch einfach ein Punkt, wo wir gemerkt haben, ich habe ja ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, hier das Ende von YouTube von mir oder das Ende von mir auf YouTube. Morata kommt da vielleicht direkt in der Abschlussposition, aber Lori ist da und kann jetzt zunächst mal den Ball halten. Da habe ich ja drüber geredet und da kam auch häufig das Feedback, dass Livestreaming etwas ist, was wir bis jetzt nicht so wirklich aufgegriffen haben, wo aber viele Potenzial sehen. Und da ist uns auch nochmal da bewusst geworden, dass das der Fall ist. Und von daher wollen wir das noch auch mal auf jeden Fall versuchen. Und deswegen habe ich jetzt hier quasi mal mein Zimmer so ein bisschen umgestellt, umgeräumt, damit das besser möglich ist. Und jetzt kommen wir mal ins Spiel hinein. Und da wird mich natürlich mal die Meinung von euch interessieren. Wie seht ihr das mit Livestreaming? Ist das etwas, worauf ihr Bock habt? Was ihr interessant findet? Woo, Bellarabi! Ach, scheiße. Ist dann leider bis ins Aus gesprintet oder ins Aus gesprintet. Ist das etwas, worauf ihr Lust habt? Was ihr schon selber häufig macht, dass ihr irgendwelchen Leuten beim Livestream zuschaut? Wie lässt sich das gegebenenfalls mit YouTube vereinen? Das ist ja auch so ein Punkt. Können wir hier in die Mitte ziehen. Schön in die kurze Ecke. Bam! Da ist das 1:0 und er hat sogar letztens einen Zuschauer gefragt, wie dieser Move geht, den ich jetzt hier gerade mit Bellarabi gemacht habe und da waren jetzt 3 Stück dabei, das ist zum einen ein Berberspin, dann, das ist hier sozusagen so eine Eingabe von dem Elastico, da macht man einfach eine 180-Grad-Drehung, wenn ich jetzt, das ist natürlich echt schwer zu erklären, wenn ich jetzt in die Richtung laufe, also ich laufe so, sieht man das überhaupt? Nein, ich werde es vielleicht ein bisschen größer machen, dann eine 180-Grad-Drehung hinten rum und dann hat man so eine Ausweichbewegung, wenn man 5-Trick-Sterne-Spieler hat, dann wird das ein Elastico, nur so zur Orientierung. Und das hat dann super funktioniert, deswegen konnte ich mit Bellarabi dann schön auf die Kurzecke ziehen. Und lustigerweise war das vor ein... In der Folge, als das der Zuschauer gefragt hat, wie das geht... Das hätte ein ziemliches Geschoss werden können, weil Depay hat auch echt einen krassen Schuss eigentlich. Da war das genauso. Da bin ich auch mit Bellarabi da so einem Verteidiger so ausgewichen, wie ich es da jetzt getan habe. Und habe dann in die kurze Ecke schießen können. Mal sehen, ob wir das jetzt nochmal so machen.
Oh ja. Oh ja. Oh, der wird leider abgefälscht und damit abgefangen. Aber ist jetzt... Also ich muss sagen, dieses Team macht echt Spaß und ist für diesen kleinen Geldbeutel, sag ich mal, sehr stark. Also ich bin echt zufrieden. Wobei man auch natürlich sagen muss, das ist hier alles nur Liga 6. Aber ich habe auch sogar letztens mal ein bisschen Lob für mein Spiel bekommen. Also wie gut ich doch spielen würde. Das freut mich natürlich. Bekommt man nicht ganz so häufig, muss man auch mal klar sagen. Können wir hier unten weiter auf Philipp Andersson. Und den ins kurze Eck auch wieder zum 2:0. Da habe ich jetzt einfach dann noch den freien Mann weiter auf den ausgesucht. Weil er mit dem Außenverteidiger einrücken musste, sieht man hier, da ziehen beide drauf. Dadurch ist dann Philipp Andersson frei. Und kann das 2:0 erzielen. Und damit sieht es natürlich richtig gut aus, dass wir hier auch schon den Titel in Liga 6 mitnehmen können. Also wäre hier irgendwie mal so ein Fitness-Team oder irgendwie sowas braucht in die Richtung. Das Team kann ich echt empfehlen. Vor allem, wenn man auch natürlich auf dem 4-3-3 steht. Und wenn man nicht irgendwie sagt, oh ja, muss irgendwie No Link Wasted sein, dann kann man zum Beispiel auch irgendwo das 4-3-3 spielen, wo Khedira wirklich die ZDM-Position hat. Und ich denke, dadurch wäre das Team auch nochmal stärker und kann natürlich auch nochmal andere Spielertypen reinbringen. Das ist ja auch mal so eine Sache. No Link Wasted ist mal ganz fein anzusehen und ist einfach... Ich frage, das ist auch mal ein guter Punkt. Da könnt ihr auch mal in den Kommentaren euch äußern. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber wir haben es direkt wieder korrigiert. Jetzt können wir direkt weiterlegen auf Khedira. Und jetzt legen wir hier oben auf Belarabi. Aber der Ball ist mal viel zu weit. Warum habe ich jetzt auf Belarabi gespielt? Oh Mann, wir machen das nochmal. Schade, diesmal hat es nicht geklappt. Warum habe ich jetzt auf Belarabi gespielt? Oh, Pereira. Und den schlinzen wir mal. Aber Kocheni. Oh, das ist Freistoß. Warum habe ich auf Belarabi gespielt? Danach rede ich über No Link Wasted. Weil Khedira nicht sonderlich schnell ist und Belarabi deutlich schneller. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich auf Belarabi spiele, habe ich eine Chance, auch wirklich durch zu sein und das 1 gegen 1 gegen den Torhüter zu bekommen. Und den müssen wir jetzt mal schnell reinschießen, ohne dass da jemand auf die Linie stellen kann. So, zack, zack, zack. Da ist das 3:0. Alter, geht's hier heute ab. Richtig schöner Freistoß von Pereira. Mustergültig, maßgenau an die Unterkante der Latte den Freistoß buxiert und damit das 3:0. Schönes Teil und damit jetzt hier wirklich eine ganz entspannte Führung. Und ja, das ist auch etwas, was ich gerade noch sagen wollte, wo ihr euch mal gerne in den Kommentaren zu äußern könnt. Warum ist sozusagen so ein großer Hype auf No Link Wasted Teams? Also spielt ihr auch selber persönlich No Link Wasted Teams lieber als ein normales Team? Wo ich dann vielleicht sage, hey, die Spiele an sich sind einfach besser. Dafür ist es halt kein No Link Wasted. Weil ich spiele jetzt hier No Link Wasted, ganz ehrlich, weil ihr es besser findet. Ah. Und vielleicht ist doch einfach der Punkt, dass es für euch dann einfach der Punkt ist, jetzt habe ich zweimal das ist der Punkt gesagt, dass es einfach kreativer zusammengestellt ist, anspruchsvoller zusammenzustellen und deswegen dann auch einfach das Interesse da größer ist oder das Team dann deswegen besser gefunden wird. Das kann ich ja absolut nachvollziehen, aber für einen persönlich, wenn man jetzt einfach nur möglichst effektiv spielen möchte, dann ist mir doch egal, ob da irgendwie ein grüner Strich oder ein grüner Link zu viel ist. Starker Freistoß hier auch von ihm, weil Hauptsache mein Team ist gut und ich kann damit spielen und wie gesagt, ich denke, dass wenn man jetzt hier, na das ist scheiße, das ist eine richtig dumme Situation und auch Bravo sieht da auch nicht sonderlich gut aus hier mit dem Abschluss in die kurze Ecke. Ja klar, ich habe auch heute in diesem Spiel schon 2 in die kurze Ecke geschossen, aber da fand ich dann doch, konnte man, das war doch noch ein deutlich besserer Winkel, weil er flacher war und dementsprechend deutlich mehr abzudecken von dem Torhüter, egal. Ja, das ist der Punkt. Ich denke nämlich, dass wenn man Khedira hier wirklich als ZDM spielt, das Team nochmal stärker ist. Oh, da hat er gut gestanden mit Cahill. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. So ein 3:0 ist ja ganz schön und gut. Jetzt steht es aber schon leider wieder 3:1. Oh, Gündogan stark. 3:1 und auf einmal macht er jetzt vielleicht noch einen Treffer, während ich hier noch mich über den Freistoßtreffer freue oder sowas. Und dann, ja, guck mal, sowas zum Beispiel. Und dann ist auf einmal wieder super eng schnell. Deswegen müssen wir jetzt mal hier ein bisschen aufpassen, dass wir das Spiel nicht irgendwie aus der Hand geben. Und ich hoffe, das ist mir eben gerade so zwischendrin aufgefallen, ich hoffe, dass ich in dieser Folge nicht zu konfus bin. Ich bin nämlich gerade schon all over the place so ein bisschen, was ich so erzähle. Oh, ich wollte jetzt fast einen Skill-Move machen. Und da habe ich mir, ich habe einen eingegeben, ich wollte nämlich so einen Spin-Move machen und ich habe einen eingegeben und dachte so, halt, stopp. Wenn du das jetzt gerade verkackst mit Belarabi, dann wird es das 3:2. Deswegen habe ich es dann abgebrochen und habe dann nicht den zweiten Ticker nach hinten eingegeben, weil das hätte dann auf jeden Fall... Es hätte einfach eine hohe Chance gegeben, dass ich den Ball verliere. Und das wäre in dieser Situation eine blanke Katastrophe gewesen. Und das ist einfach auch ein Punkt,
Skillen ist schön und gut. In der einen Hälfte birgt es eigentlich, wenn man wirklich effizient und gut spielen möchte und einfach möglichst erfolgreich, birgt es einfach so ein hohes Risiko. Scheiße. Birgt es so ein hohes Risiko, weshalb man das eigentlich nicht machen soll. Vor allem nicht mit dem letzten Mann. Das ist klar. Da ist er da. Schön, Kedira. Ey! Wow, da war ich eben kurz überrascht. Ich wollte natürlich in die Spitze spielen, den Angriff einleiten und der spielt den auf meinen Innenverteidiger zurück. Das war auch ein Steilpass, habt ihr ja gesehen. Der war nämlich dann nicht in den Fuß, sondern war in den Lauf. Und das war natürlich, wow, No-Touch-Dribbling vom Gegner hier. Und dadurch wurde es dann eben gerade sehr gefährlich, weil ich Touré einfach quasi bei 16 Metern den Ball in den Fuß spiele und er sagt, ja, klar, cool. Kann ich auch reinschießen, wenn ich mag. William läuft einfach durch. Kommt da mal einer hin? Super häufig wird man hier dann irgendwie so ein richtig dummes Einsteigen von Danilo sehen, was irgendwie dann auf einmal zum Elfmeter führt. Ich spiele übrigens jetzt hier gerade noch vor dem Patch. Ich habe heute entdeckt, das war am 10. Dezember und heute haben wir den 12. Dezember, wo ich das hier aufzeichne. Glaube ich. Ja doch, ist der 12. Dass es dem nächsten Patch geben wird und es wird anscheinend noch viele weitere geben. Irgendwie so habe ich das verstanden. Und da sollen dann auch die Elfmeter-Entscheidungen. Ich laufe einfach durch, wenn er da nicht zustellt. Olle. Oh, das ist Elfmeter. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Da sehe ich aber auch einen klaren Kontakt. Warum auch immer der zustande gekommen ist. Und ich wollte ihn eigentlich direkt schießen, aber jetzt habe ich irgendwie den Moment verpasst. Und habe gesagt, wow, stark. Da wird es nochmal Veränderungen am Physiksystem, also am, ich weiß gar nicht, wie man das am besten Deutsch ausdrückt. Am physikalischen System, nein. Egal. Auf jeden Fall, oh, das ist doch viel zu sah auf dem Teuter. Ich, übrigens, also ganz ehrlich, die Trikots sind irregulär. Also zumindest, wenn es ähnliche Bestimmungen gibt bei den Trikots, wie beim Handball. Ich habe ja früher Handball gespielt, für die das nicht wussten. Nein! Okay, Situation geklärt. Weil eigentlich muss ich doch das Torhüter-Trikot unterscheiden, zumindest mal von den eigenen Trikots. Ah, ich weiß auch wieso, glaube ich. Weil er Klassik-Trikots spielt. Und ich glaube, da ist dann immer das normale Trikot, also beziehungsweise ist das Torhüter-Trikot ist ein anderes Trikot als das Trikot von den Feldspielern. War das verständlich? Ich glaube nicht. Aber eigentlich ist es so, dass das Torhüter-Trikot sich von den Trikots der Feldspieler unterscheiden muss, farblich. Und hier sind die Trikots der Spieler schwarz und das Torhüter-Trikot ist auch schwarz. Und von daher geht das eigentlich nicht, finde ich. Also so war es zumindest beim Handball immer. Komm, das... Boah, schade. Den vielleicht ein bisschen steiler wäre super einfach gewesen. Okay, Philippe Andersson. Da ist jetzt leider so eine kleine Lücke. Kriegen wir auch den Gündogan angespielt. Aber wir kriegen ihn nicht abgenommen. Oder nicht kontrolliert. Ui. Grätsche daneben. Den habe ich. Und jetzt können wir vielleicht nochmal schön umschalten. Also, ja, wir hatten ja einen recht schönen Start in diesem Spiel. Danach nicht mehr ganz so viele Offensivaktionen. Jetzt hier ein schöner Doppelpass. Alter. Ich dachte eben gerade ganz kurz, es wurde ein Foul gepfiffen. Und war eben gerade verwundert, weil es auch so aus, wie Kedira den Ball weitergespielt hat. Dass das quasi die Situation ist, wo er den Ball zu einem zurückspielt, damit er den Freistoß schnell ausführen kann. Da war ich eben kurz ein bisschen überrascht. Man merkt das, glaube ich, dass ich schon länger nicht mehr live so durchgehend kommentiert habe, weil ich echt total durcheinander rede. Was machen wir? Wir lassen... Durchlaufen gefällt mir ehrlich gesagt nicht, weil hier einer steht. Wir können mal vielleicht den durchlaufen lassen, aber das ist Laporte. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich probiere es trotzdem. Ja... Jetzt hier weiter. Und wenn der nicht im Abseits ist, ist er nicht. Dann ist das ein richtig feiner Spielzug. Das hat super geklappt. Auf Laporte gespielt, auf Danilo weitergelegt. Der ist nicht im Abseits. Und er macht dann jetzt hier das 4:1. Kann mir vorstellen, dass das sein erster Treffer ist. Danilo finde ich ja ziemlich cool eigentlich. Ich merke gerade, dass ich gar nicht geschaut habe, was er so für Freistoßwerte hat. Aber was ihn eigentlich auszeichnet, dass er für einen Außenverteidiger einen sehr starken Schuss hat. Also einen guten Longshot. Wobei es da nicht auch so ganz schon in der Historie, sage ich schon mal, einige gibt, die auf die das zutrifft. Kolarov war zum Beispiel auch so einer bei Manchester City, der das richtig gut konnte. Oder auch
Riese in der Premier League. Ich glaube, der hat eine lange Zeit bei Liverpool gespielt, wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Oder halt, also er hat auf jeden Fall in der Premier League gespielt. Hm, kriege ich den? Nein. Das hätte ich vielleicht flach spielen sollen. Der hatte auch einen richtig geilen Schuss, das weiß ich noch. Ich glaube, FIFA 10 und 11, da habe ich mir immer Riese geholt als Linksverteidiger. Einfach nur, um mit dem Longshots aus 40 Metern zu machen. Ich glaube, das war wirklich halt irgendwie FIFA 11 oder so. Ja, den Skill-Move ins Aus. Den nehme ich hin. Ja, können wir auf Kedira eigentlich relativ sicher, denke ich, bringen. Er kommt auf Gündogan, aber das hat auch relativ sicher geklappt. Schirmen erstmal ab. Spielen wir jetzt hier auf Bellarabi, der überhaupt gar nicht sich anbietet. Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich habe halt echt wirklich Einstellungen. Ihr habt das ja auch gesehen. Wo sich die Spiele eigentlich kurz anbieten sollen. Und er steht da auf der Außenbahn. Oh, sehr fein. Schön. Jetzt können wir hier weiterlegen. Oh, Ramirez. Er kommt da richtig mit Dampf von hinten ran. Und den haben wir. Den können wir jetzt auch schnell kontrollieren. Gündogan möchte das aber ehrlich gesagt nicht. Alter, was für eine geile Grätsche von Azpilicueta. Können wir nach oben köpfen. Können wir ablegen. Wenn er rausrückt, dann ist es richtig gut. Macht er auch. So kann man relativ früh immer die Doppelpässe schon irgendwo sehen. Wow, Alter, ist der reingeballert. War eben gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel. So kann ich, achte ich mal drauf, ob es vielleicht eine Doppelpass-Situation ergibt. Ich hoffe, er kommt vielleicht auch zum Mann. Schönes Teil. Das war aber jetzt gerade sehr gut antizipiert. Und jetzt haben wir so ein kleines Problemchen. Ja, jetzt haben wir so ein kleines Problemchen. Aber warum er den schlänzt, das erschließt sich mir jetzt nicht. Hätte da nochmal ein paar Schritte gehen sollen. Und dann hätte er da durchaus eine bessere Abschlussposition gehabt. So, Yaya Touré. Links oben! Boah, den hat er aber richtig gut geschossen. Das ist einer der besten Elfmeter, die ich mal von jemand anderem gesehen habe, wie er geschossen war. Richtig gut platziert. Stark. Und dann, ich wollte sagen, ich werde links oben springen. Das habe ich jetzt nicht nur gesagt, weil ich es dann schnell gesehen habe, sondern weil ich es auch wirklich vorhatte. Aber der war so gut geschossen. Hätte ich vorher, glaube ich, hätte ich es früher eingeben müssen oder noch schon ein bisschen in die Ecke gehen. Das war echt gut. Schön. Können wir jetzt in den Rückraum legen? Ach, dass solche Dinge nicht gehen. Das finde ich echt schade. Das muss ein Gündogan eigentlich besser machen, finde ich. What? Ich wollte eigentlich auf Morata spielen und nicht auf Philippe Andersen, aber der Ball auf Andersen wäre, der war noch viel, viel besser. Krass. Hatte ich nicht mitgerechnet, dass der auch durchgeht. Wow, Morata, schade. Wie viele Tore hat eigentlich Morata in diesem Spiel gemacht? Erst eins, glaube ich, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. In solchen Situationen erstmal zurücklaufen und dann den Ball abnehmen. Ganz einfach. So verteidigt man solche Situationen. Und hier der Dummy. Der Dummy. Jetzt hier auf Oh, der kommt auf Bellarabi. Ach, das ist einfach, das ist so schlecht gespielt einfach irgendwie. Also, keine Ahnung. Finde ich immer sehr frustrierend sowas. Aber wir haben jetzt schon die 90. Und wir sind mit 4:2 vorne. Von daher denke ich, wenn jetzt hier nicht noch was anbrennt, dass wir hier... Ach, scheiße. Ich wollte auf Morata spielen. Aber ich habe das eben auch nicht korrekt eingegeben. Also das war so eine Situation, wo ich auch sage, vielleicht jetzt hier schnell auf Morata. Wo ich auch sage, da habe ich auch den Pass unsauber eingegeben. Das ist ja auch manchmal einfach so eine Situation. Da sage ich so im Nachhinein, ja, hätte ich vielleicht unten auf Bellarabi spielen sollen. Aber egal. Ja, achso, ist noch nicht vorbei. Wollte schon sagen, aber egal, wir haben das Spiel gewonnen, aber so war es noch nicht. Der Schiedsrichter lässt unglaublich lange laufen, oder? Jetzt ist es vorbei. Ein richtig munteres Spielchen, muss ich sagen. Hat mir richtig Spaß gemacht, war echt einiges los. Und Morata hat kein Tor gemacht. Okay. Dafür haben die anderen Spieler zugeschlagen und 6700 Münzen hat es jetzt hier auch gegeben. Auch sehr schön. Also das ist ja gar nicht so wenig für mich. Ich freue mich über alle Münzen, die ich bekomme. Weil ich ja wirklich hier kein Trading mache, keine Packs irgendwie durch FIFA-Points oder irgendwie sowas in die Richtung aufmache. Von daher wirklich peu à peu kämpfen wir uns nach vorne, haben jetzt schon wieder 30.000 Münzen auf der hohen Kante und natürlich auch dieses Team hier, was auch ein paar Münzen gekostet hat, aber ich glaube inzwischen sind auch schon da wieder die Preise so ein bisschen runtergegangen. Und ja, dann, wie gesagt, ihr könnt mal gerne was zu Noling Wasted Teams sagen, ihr könnt gerne mal was zu Livestreaming sagen, da werdet ihr es noch mitbekommen, wenn wir entsprechend was starten.
Augen und Ohren aufmachen, dann bekommt ihr es mit. Wir sind sehr, sehr gespannt, was sich mit dem Thema ergibt und würden uns natürlich auch einfach generell über euer Feedback, über eure Einschätzung diesbezüglich freuen. Und wenn es euch heute gefallen hat, mir hat es mal wieder richtig Spaß gemacht, so ein ungeschnittenes Let's Play Ultimate Team. Und ich würde sagen, die nächste Folge mache ich auch ungeschnitten, den Saisonauftakt quasi dann in Liga 5. Ich wollte jetzt eben schon Liga 7 sagen, was natürlich keinen Sinn gemacht hätte. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Da wird sie halt echt abgebaut. Das muss man auch mal... Oh! Fuck, Alter! Ja, Mann! Ist das...